Bald werdet ihr sehen, was Krieg wirklich bedeutet. Der Wolf, der stärkste der vier Herzoge, der Endgegner des Hauptspiels und die wohl stärkste KI in Stronghold Crusade. Insgesamt baut er die größten und imposantesten Burgen und besitzt im Schnitt die stärkste Wirtschaft im Spiel. Diese große Stärke ist aber auch seine größte Schwäche. Er ist sehr träge und bis die meisten seiner Burgen stehen oder Angriffe folgen, vergeht einiges an Zeit. Dafür ist er umso gefährlicher, sobald er mal richtig loslegen kann. Kommen wir erstmal zu den allgemeinen Infos zur Wirtschaft. Der Wolf baut maximal, das wird jetzt lustig, 12 Holzfäller, 6 Steinbrüche, 3 Eisenminen, 2 Pechminen, 7 Apfelfarmen, 5 Käsereien, 3 Hopfenfarmen, 4 Schenken, mit denen er einen garantierten +8-Bonus auf Bierausschank hat, 22 Waffenproduktion und bis zu 10 Häuser, mit denen er effektiv auf bis zu 90 Bevölkerung kommt. Da viele darum gebeten haben, ist die Maximalzahl der Waffenproduktion ab diesem Video wieder bei der Aufzählung mit dabei. Vertraut aber nicht zu sehr drauf, da diese vor allem beim Wolf extrem bei den Burgen schwanken. Aber schön, genug Vorgeplänkel, legen wir los. Burg 1 ist gleich mal gewaltig und bietet eine sehr starke Verteidigung. Zumindest gegen KIs. Als Spieler wird es im Prinzip ausreichen, sich an einem der beiden Torhäuser an den Seiten durchzuboxen, die aber dennoch sehr gut gedeckt sind. Zudem sind die Zugangswege der Burg ebenfalls äußerst gut angelegt. Die Burg bietet 13 Produktionsstätten für Waffen und Rüstungen, 4 Schenken, die ich an der Stelle mal erwähne, weil das ist der einzige Wolf, der 4 Schenken baut, statt 3. Das Problem ist aber, es ist einfach nur eine Schenke zu viel. Mehr als 90 Bevölkerung hat der Wolf nicht. Das heißt, die eine Schenke, die vierte, ist im Prinzip tatsächlich verschenkt. Außerdem baut er 3 Kapellen, eine Kirche, eine Kathedrale und kommt mit seinen negativen Dingen auf -5 Angstfaktor. Insgesamt ist das hier tatsächlich die stärkste Burg des Wolfs, wenn sie denn mal steht. Burg 2 ist wieder sehr groß, aber länglicher und wäre eigentlich die zweitstärkste Burg des Wolfs. Warum eigentlich? Dazu komme ich gleich. Die Burg ist durchaus gut verteidigt und hat ein sehr lustiges frontales Torhauskreuz zusammen mit Burggraben, das aber leider auch den einzigen Zugang darstellt. Das Sahnehäubchen dieser Burg sind aber vor allem die 22 Produktionen für Waffen und Rüstungen. Zudem besitzt die Burg noch eine Kapelle, eine Kirche und einen Angstfaktor von -4. Hinzuzufügen ist noch, dass dieser Wolf keinen Pechkessel baut. Das ist aber noch nicht das große Aber. Das große Aber, und ihr habt es vielleicht beim Schauen schon bemerkt, dieser Wolf hat eine unzugängliche Kapelle, die deshalb am laufenden Band wieder aufgebaut und abgerissen wird. Auf lange Sicht wird es zu einem Geldgrab ähnlich wie der Berliner Flughafen. Insgesamt zerstört es den Wolf aber nicht so stark wie der Fehler bei der Schlange, dass sie sich komplett einbuddelt. Insgesamt wird die eigentlich zweitstärkste Burg des Wolfs dadurch aber zu einer nur durchschnittlichen Burg. Burg 3 ist wieder ziemlich groß und auch gut verteidigt. Die Nachteile sind jedoch zum einen der einzige Zugang, der frontal hineinführt, wie auch die gerade mal 5 Produktionen von Waffen und Rüstungen. Außerdem bietet die Burg noch eine Kapelle, eine Kirche und baut den Angstfaktor auf -4 aus. Alles in allem ist die Burg defensiv durchaus gut, hat aber Macken bei den Zugangswegen und auch bei der Wirtschaft, weshalb sie insgesamt nur im Durchschnitt liegt. Burg 4. Ja, Burg 4. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Danke, Walter. Okay, was hat die Burg zu bieten? Gehen wir mal durch. Sehr dicke Wälle, für die aber ebenfalls nicht Mexiko zahlt, sondern der Wolf selbst. Außerdem noch einiges an Burggräben. Kombiniert mit den Mauern ist die Burg also ziemlich schwer zu knacken. Hervorzuheben ist auch die ziemlich starke frontale Verteidigung mit 4 Türmen und einer ganzen Menge Schützen. Tja, und ansonsten gerade mal 4 mickrige Produktionsstätten für Waffen und Rüstungen, 2 Kapellen, die bei der großen Entfernung auch zu den Leuten und mit 90 Bevölkerung sehr wenig bringen, sowie -4 Angstfaktor. Außerdem baut auch dieser Wolf keinen Pechkessel.
Ein weiterer Nachteil ist übrigens, dass die gesamte Wirtschaft nur durch die drei frontalen Torhäuser durchlaufen kann. Alles in allem ist diese Burg unterm Strich die zweitschlechteste Burg. Burg 5 ist ziemlich klein, zumindest für Wolf-Verhältnisse. Grundsätzlich ist der Kompaktbau gar nicht schlecht, jedoch ist die größte Schwäche dieser Burg der frontale Turm. Sobald der fällt, ist der Weg zur Burg frei. Die Zahl der Produktionsstätten für Waffen und Rüstungen beläuft sich auf 7, zudem hat die Burg noch eine Kapelle. Wie viel das bei 90 Bevölkerung bringt, ist so die andere Frage. Hinzuzufügen ist ebenfalls, dass dieser Wolf einen komplett neutralen Angstfaktor hat. Positiv hervorzuheben ist außerdem der Zugang von hinten. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, oder? Naja, ihr wisst schon, was gemeint ist. Im Insgesamten ist diese Burg nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also bewegt sie sich im Durchschnitt. Burg 6 ist so gesehen der große Bruder von Burg 5. Die Form ist durchaus ähnlich, jedoch ist diese Burg dicker und stärker verteidigt. Markant sind vor allem die 4 frontalen Türme sowie der zweite Mauerring mit Burggraben. Genau wie sein kleiner Bruder besitzt auch diese Burg einen schönen Zugang von hinten. Ich sollte mir in Zukunft echt eine bessere Formulierung ausdenken. Insgesamt hat die Burg noch 10 Produktionsstätten für Waffen und Rüstungen, eine Kapelle, eine Kirche und einen Angstfaktor von -3. Zusammengefasst ist die Burg auf jeden Fall besser als sein kleiner Bruder, weshalb sie im guten Durchschnitt liegt. Burg 7 ist mal wieder so ein Ding für sich. Wie Burg 4 hat sie wieder jemand verdammt gut mit Mauern gemeint. Aber immerhin ist die Burg im Gegensatz zu Burg 4 gut zugänglich und hat auch nennenswert was in Produktionsstätten, nämlich 14 für Waffen und Rüstungen an der Zahl. Außerdem dann noch eine Kapelle, eine Kirche und einen Angstfaktor von -3. Ein guter Teil der Gebäude steht zwar außerhalb der Burg, aber zumindest nach hinten raus ausgerichtet. Fassen wir zusammen, eine durchaus starke Verteidigung, eine sehr ansehnliche Produktion sowie sehr gute Zugangswege machen die Burg im insgesamten summa summarum zur zweitstärksten Burg des Wolfs. Und zu guter Letzt Burg 8, der Winzling. Diese Burg hat durchaus seinen Vorteil, sie ist nämlich extrem schnell errichtet und der Wolf kommt mit dieser Burg tatsächlich am schnellsten zum Schuss, irgendwie mal anzugreifen. Zudem besitzt die Burg noch 11 Produktionsstätten für Waffen und Rüstungen, eine einzige Kapelle, wie viel die bei 90 Bevölkerung bringt, hatten wir schon mal, sowie -3 Angstfaktor. Nun der große und entscheidende Nachteil, diese Burg ist anfällig wie sonst was, durch Katapultbeschuss, aber vor allem durch Feuer. Einmal angezündet, brennt alles. Wirklich alles beim Wolf und er kriegt es nicht gelöscht. Er hat kaum Brunnen und die Gebäude stehen viel zu nah aneinander. Deshalb ist diese Burg trotz der Tatsache, dass das hier die aggressivste Burg ist, da er mit dieser am schnellsten angreifen kann, die schwächste Burg des Wolfs. So, das waren alle Originalburgen des Wolfs. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ihr habt ausgespielt.